Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin Sie Pamela, schön, dass ihr da eingeschaltet habt bei mir. Für all die Neuen, lasst mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr und gerne auf die Glocke drücken und dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und ich lade ziemlich viele Videos hoch, also es lohnt sich auf alle Fälle. Heute habe ich ein Unboxing für euch, und zwar habe ich die 24 Tim von Beauty Love die Box bestellt, da ich in 24 Tim eigentlich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Er setzt sich durch und er versucht sein eigenes Ding zu machen. Und dann dachte ich mir, was könnte in dieser schönen Box drinnen sein? Das hat mich schon sehr interessiert und war sehr spannend. Die Box kostet 54,95. Ich hatte aber, glaube ich, irgendeinen Code, ich bin mir nicht sicher. Das war aber halt so eine Aktion, ne? Deswegen habe ich mir die dann gekauft. Versand kommt aber dann auch noch dazu. Ich habe mir nämlich nichts über 100 Euro gefunden, beziehungsweise wollte ich auch nicht so viel ausgeben. So, und das ist die Box. Da klebt noch ein schönes Klebe mit 24Tim drinnen. Auch dran, wie man möchte. Und da haben wir auch ein Leaflet drinnen. Das finde ich toll. Ja, was sich der 24Tim eigentlich dabei gedacht hat bei dieser Box. Ich bin so aufgeregt, denn du hältst meine erste eigene Beautybox in den Händen. Wie du sicherlich weißt, bin ich bei jedem Projekt mit Herzblut dabei und habe mir deswegen coole Marken und Produkte für dich rausgesucht. Da ich viel unterwegs bin, sind der Refill inklusive, okay, wir wollen uns da jetzt nicht spoilern lassen. Bla bla bla. Nein, nein, nein. So, wir schauen jetzt noch nicht rein. Wir schauen jetzt einmal hier in die Box rein. Die ist wirklich prall gefüllt. Das finde ich toll. Okay, als erstes springen mir die Ardell Twin Pack Wimpern entgegen. Die werde ich weiter wandern lassen, aber das ist typisch für 24Tim, weil der braucht immer einen dramatischen Augenblick, sage ich mal, und auftritt, und deswegen hat er sich die Wimpern ausgesucht. Finde ich vollkommen in Ordnung. Mir muss nicht jedes Produkt in der Box gefallen, kann auch nicht immer allem alles gefallen. Die kosten 11,99. Übrigens sind da auch noch so Rabattcodes hier drinnen, und zwar von Snox. Dann haben wir Larissé, Bio-Vegane Skin Food, More Neutron. Also ich glaube, das sind auch die Marken, die hier drinnen vertreten sind. Dann haben wir ein Hyaluron, Agave, Hanföl, Gesichtscreme. Okay, Naturkosmetik. Interessant, das ist ein relativ schwerer Tiegel. Mit Hanf, das ist spannend auf alle Fälle. Ist in so einer schönen braunen, cleanen Verpackung drinnen. Eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege ist das. Und was spricht das Leaflet zu uns? 17,95 €. Die reichhaltige Gesichtscreme mit Hyaluron, Agave und Hanföl hilft dabei, Poren zu verkleinern und die Vitalität und Elastizität der Haut zu verbessern. Regelmäßig angewendet verleiht sie deiner Haut auf schonende, effektive Weise jugendliche Elastizität und Straffheit. Also das finde ich toll, weil ich eher vergrößerte Poren habe und deswegen toll. Dann haben wir einen Proteinriegel drinnen. Smart Protein, Cream and Crunchy, No Added Sugar, High Protein Bar, Hazelnut Nougat. Finde ich irgendwie spannend. Die Marke kenne ich noch gar nicht. Also Dextro Energy, das ist eigentlich dieser Traubenzucker, der kommt davon. Schauen wir mal, was da drinnen steht noch. Habe ich so aber noch nie gesehen. Muss man sich ja extra bestellen. Da kostet 1,99 €. 30% cremiges Protein in einer saftigen Cremefüllung ummantelt von zarter Schokolade und feinen Nüssen. Und das ganz ohne zugesetzten Zucker mit wenig Kohlenhydrate. Ist ein Allrounder für zwischendurch nach dem Sport oder als Alternative zu Süßem. Mhm. Werde ich vielleicht morgen brauchen. Zu Weihnachten sind wir dann bei meiner Mutter eingeladen und es gibt quasi mittags was, aber das ist also ein gebackener Fisch und eher Salate.
Und weiß nicht, ob mich das jetzt bis am Abend sättigt. Da könnte ich dann noch immer, am Abend gibt es ein Brötchen, könnte ich noch immer so einen Riegel zwischendurch essen. Ne? Deswegen finde ich das gar nicht schlecht. Dann haben wir noch drinnen von More Nutrient ist es. Das ist, was ist es? Ein veganes Chunky Flavor. Geschmack gebrannte Mandeln mit echtem Mandelkrokant. Perfekt zum Zuckersparen. Ja, und was ist das? Das kann man in Quark reingeben oder Joghurt. Also so schaut das aus. Ich hatte mal schon was, sowas und das ist mir irgendwie dann urschnell hart oder schlecht worden. Also in so einer kleinen Verpackung war das. Und ich habe aber von der Firma was zum Kochen, so urwenig Öl. Also das ist nur so ein Kochspray ist das. Und sonst weiß ich gar nicht, ob mir das schmeckt. Keine Ahnung. Schluss mit Zucker, noch nie war Kaloriensparen so lecker. Chunky Flavor ist das beliebteste Geschmackspulver mit einer 9 Kilo, also Kalorien pro Portion. Denn es ist nicht nur der perfekte Zuckersatz, sondern schmeckt doch einfach nur genial. Mehr steht da nicht drin. Hat einen Wert von 9,99 €. Was haben wir denn da? Von Buxom Full On Plumping Lip Polish. Ja, mal schauen, ob ich das benutze, weil ich und Plumping ist jetzt nicht so toll. Aber das ist krass, weil dieser kleine Lipgloss kostet 8,45 €. Das ist nur so eine Probiergröße, krass. XXL Volumen für deine Lippen, der Plumping Lip Polish in der Topseller Farbe Dolly, polstert die Lippen dramatisch auf und lässt sie glänzend erstrahlen. Durch eine einzigartige Kombination aus Peptiden und einem Hyaluronbooster wird das Lippenvolumen auf ein neues Level gehoben und versorgt die Lippen gleichzeitig intensiv mit Feuchtigkeit. Ja, schauen wir mal, ne? Die sind aber süß. Erst einmal haben wir eine Erdbeer-Peeling-Maske. Eine Peeling-Maske. Drei Phasen-Peeling mit AHA. Das ist ja spannend. Reinigt intensiv und beugt Unreinheiten vor. Das habe ich noch nie gesehen. Urkrass. So, jetzt schauen wir mal, was da steht. Lalalalalalala. Hier. Drei effektive Peeling-Phasen, die schonend reinigen und gleichzeitig deine Sinne mit einem fruchtig-frischen Erdbeerduft verwöhnen. Phase 1. Die Formel mit Erdbeerfrischzellen entfernt durch sanftes Einmassieren grobe Schmutzpartikel. Phase 2. Während des Einwirkens lösen AHA-Fruchtsäuren abgestorbene Hautschüppchen und Talgablagerungen. Kombiniert mit Fruchtextrakten wird die Haut belebt und die Zellerneuerung angeregt. Phase 3. Beim Abnehmen der Maske werden alle Unreinheiten restlos beseitigt und die Haut bohrentief geklärt. 60 Cent. Also die werde ich definitiv benutzen. Normalerweise so eine Peel-Off-Maske nehme ich nicht, aber das ist mit AHA auch dabei. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und dann haben wir noch so süße Lovely Rose Augengel-Pads. Neu längere Pads. Glättungseffekt. Das ist natürlich auch toll. Flower Power for Your Eyes. Shebeens Lovely Rose Augengel-Pads sind das perfekte Pflege-Extra für die anspruchsvolle Augenpartie. Die Rezeptur mit ausgleichendem Rosenwasser, feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und hautglättenden Vitamin E regt die Zellerneuerung an und versorgt die Haut mit wertvoller Feuchtigkeit. Fältchen werden geglättet und Augenringe und Schwellungen werden sichtbar reduziert. Nach der Anwendung wird die Augenpartie jugendlicher, vitaler und perfekt gepflegt. 2 Stück 99 Cent. Dann haben wir Socken drinnen. Von Snox. Das sind so ganz schön warme Socken, längere Socken. Das finde ich toll, ja. Das kann, glaube ich, Männlein wie Weiblein gut gebrauchen. Was ist denn da für eine. 39 bis 42, super. Passt perfekt. Also geht gar nicht mehr besser. So, da haben wir. Zwei Paar sind da. Zwei Paar? Das ist ein Paar. Oder? Ein Paar. Warum zwei Paar? Zwei Paar 1999.
Eine Farbe in einer Box. Okay, alles klar. Also kostet der Socke 10 Euro. Also ein Socke 10 Euro. Okidoki. Und das sind Norweger Socken. Es ist weich, strapazierfähig und klimaregulierend. Ideal für kalte Füße oder entspannte Abende auf der Couch. Dann haben wir von Bio-Veganes Kindfood Organic Acai SOS Anti-Spot Solution. 5 Milliliter. Das finde ich auch toll. Da ist sogar eine Verpackungsanleitung drin. Das heißt, das ist teuer. Das kann ich euch sagen, dass es teuer ist. So schaut das aus. Ich schätze mal, dass es mit so einem Kügelchen. Aha, okay, das ist mit so einem Pinselchen. Und das wird auf alle Fälle gleich benutzt. Sowas kann ich immer gut gebrauchen, wenn ich irgendwelche Spots habe. Dann wird das gleich einmal verwendet. Sag Hautunreinheiten den Kampf an. Pickel desinfizieren, beruhigen und austrocknen mit dem Bio-Acai SOS Anti-Pickel-Topfer. Mit seiner Zwei-Phasen-Formel bekämpft er effektiv und gezielt Hautunreinheiten über Nacht und lässt diese sichtbar abklingen. Die Pulverphase aus Zinkoxid trocknet betroffene Hautstellen mild und schonend aus. 4,95 € kostet das. Dann haben wir noch von St. Moritz Professional Booster Drops. Selbstbräunungskonzentrat für Gesicht und Körper. 50 Milliliter. Ja, das finde ich super, weil das könnte ich eh schon wieder mal gebrauchen, weil mein Booster ist schon fast leer. Und St. Moritz ist normalerweise eigentlich gar nicht so schlecht. Get your tan. Die Produkte von St. Moritz, man hätte auch was anderes drinnen haben können, und zwar ein Selbstbräunungsgesichtsspray-Medium. Ich glaube, das hatte ich schon mal, das war nicht so gut, aber das teste ich sehr, sehr gerne aus. Mische dafür die Booster Drops ganz einfach in deine Lieblingscreme für Gesicht und Körper oder sprühe dir mit dem Selbstbräunungsgesichtsspray eine wunderschöne natürliche Bräune. Beide Produkte wecken Erinnerung an warme Sommertage und sorgen für einen leicht gebräunten, strahlenden Teint. Die Booster Drops 50 Milliliter kosten 9,95 €. Und ich habe die vorher auch schon immer in meine Feuchtigkeitspflege getan. Das ist ein Larisee Refill. Ich glaube, da. Na, wie heißt der? Der Maxim hat das schon öfters vorgestellt. Ich glaube, das sind diese, genau, das sind, da ist ein Parfum drin, das kann man dann nochmal einfüllen, glaube ich. Genau, da hinten, da gibt es, glaube ich, so irgend so ein Gerät oder was. Oder der neue Duft, den kann man dann da hinten, glaube ich, einfüllen. Ich muss gleich einmal sprühen. Ist interessant auf alle Fälle. Der ist so richtig grob. Oh. So, ich warte noch ein bisschen. Ich lese euch das einmal vor und dann kann ich euch schon mal sagen, nach was es ungefähr riecht. Beziehungsweise kann ich das jetzt euch wahrscheinlich gleich erzählen. Oh, das riecht aber so richtig großflächig einfach, ne? Oh, das riecht schon gut. Das ist das neue Highlight in deiner Handtasche. Egal ob im Alltag für die lange Partynacht oder auf Reisen. Der Larisee Refill ist ein Muss für jeden, der Düfte liebt. Befüllt ist ein Refill mit Larisee 025. Dieser Duft ist einer von 250 Larisee-Duftzwillingen, die bekannte Luxusdüfte sehr ähnlich, aber preislich deutlich günstiger sind. Ja, schade. Moment, steht da was? Da steht leider nicht drinnen, für was der 025 ist, aber vielleicht ist es auch Absicht, dass man auf die Website schaut, ne? Das riecht echt gut. Aber ich habe echt noch viele Parfums. Aber sollte ich keine mehr haben, ist das auf alle Fälle eine gute Alternative, muss man wirklich sagen. Also ich finde das richtig, wirklich gut und habe auch schon viel Gutes davon gehört. Und da kann man sich eben so Duftzwillinge bestellen und kann man das, glaube ich, da unten einfach so anstecken und dann wird das befüllt oder so. So, jetzt haben wir auch schon das letzte Produkt und das drehe mich.
das heißt Drehmix, Scan mich. Okay, das kann man abscannen. Das ist nämlich von No Makeup ein Hypercalm 2-Phase Cloud Serum Shake Today. 5% Acelaic-Acid. Anti-Redness-Effekt. Okay, so Rötungen habe ich eigentlich eh nicht. Gebrauch gut schütteln. So, was steht hier noch drinnen? Das steht gleich auf der ersten Seite. Und zwar für eine strahlende Haut, das entzündungshemmende 2-Phasen-Serum mit Acelainsäure und Ceramiden beruhigt empfindliche Haut und mildert Irritationen. Zudem kann es Mitesser, Pickel und Rötungen entgegenwirken und zeigt bei einer Anwendung über 28 Tage eine Stärkung der Hautbarriere und eine Verminderung der Hautempfindlichkeit. 20 ml, 15,95 €. Ich kann das natürlich auch nehmen, aber ich glaube, es ist noch besser gedacht für welche, die was sehr, also Haut haben, die was zu Pickeln neigt und die was Rötungen haben. Rötungen habe ich zum Glück gar nicht und Pickeln habe ich nur ab und zu. Das kommt immer darauf an, auf meine Hormone, aber das ist auch schon viel besser geworden. Aber das überlege ich mir noch. Sollte ich einen kennen? Und den mag ich sehr gerne und der hat Rötungen und so weiter, könnte ich das eigentlich verschenken, weil so richtig perfekt auf mich passen tut es und meiner Haut tut es eigentlich nicht. Also außer ich hätte jetzt, aber mit der Hautbarriere, das ist schon mal ein gutes Zeichen und dass man halt nicht so empfindlich ist. Ne? Aber eigentlich, nee, eigentlich ist nicht so ganz meins. Ja, was sage ich zu der Box? Ich bin so geteilter Meinung. Also ich habe 55 € dafür bezahlt. Also vom Wertzimmer 10, 20, 32, 42, 52, 62, 70, 80, 90, 95, 97, 98. Also ich würde sagen, ja, so um die 110 € haben einen Wert, also doppelten Wert haben wir. Nur ich hätte mir viele Sachen nicht gekauft. Ne? Also gehen wir es nochmal durch, was für mich so top und flop ist. Absolutes Top-Produkt in dieser Box ist wirklich dieser La Rissée, dieses Parfum mit Nachfüller. Das kann man wirklich super gebrauchen. Das ist wirklich ein Top-Produkt. Ich sage euch zuerst schon mal die Top-Produkte. Außerdem finde ich die Booster Drops finde ich auch sehr praktisch, weil ich das gut gebrauchen kann. Aber nicht jeder kann das gebrauchen. Das muss man auch dazu sagen. Absolut tolles Produkt, finde ich auch die Socken, sind passend zu der Jahreszeit und warme Socken kann man immer gebrauchen. Dann so diese SOS Pickel Treatment finde ich auch gut, wenn man mal Pickel haben sollte oder irgendwelche Unreinheiten, kann man das super nehmen und super aufpinseln, das finde ich auch noch toll. Bei dem bin ich so ein bisschen zweigeteilt, kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Und dann habe ich noch diese zwei, also erstens einmal dieses Erdbeer-Peeling-Maske finde ich toll und die Augen-Gel-Pads finde ich auch toll. Ne? Die Farbe ist auch toll. Den Riegel finde ich auch gut. Ich hoffe, er schmeckt auch gut. Ja, und was ich jetzt noch eigentlich relativ gut finde, ist das Hyaluron-Agave-Hanföl. Weil das auch gegen Hautunreinheiten und vergrößerte Poren vor allem ist. Aber das ist was für mich. Und es wäre auch was für wem, der was trockene Haut hat, glaube ich auch ganz gut. Aber nicht für jede Haut. Und dann habe ich jetzt noch drei Produkte drinnen, die was ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber wie gesagt, die Mehrheit von der Box hat mir doch... Es ist eine Mystery Box, ne? Man kann nicht sagen, was drinnen ist. Es war gar nichts angezeigt, aber ja, ich habe mir gedacht, no risk, no fun, ne? Also die Wimpern kann ich nicht gebrauchen. Das werde ich vielleicht benutzen oder vielleicht gebe ich es auch weiter. Ich weiß es nicht. Es ist immer so eine Sache, ne? Ja. Ich muss einmal schauen, ob ich das überhaupt verwenden kann. Ich habe keine Ahnung. Und das ist eigentlich auch nicht so richtig ganz meinen Hauttyp gerecht. Und deswegen ja, kann ich nicht so viel damit anfangen. Wird wahrscheinlich auch weiter wandern. Aber die anderen Sachen, muss ich sagen, sind eigentlich wirklich gut. Also die Box ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch jetzt die Box gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.